So, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im 15-minütigen Qualifying bei der Race Day Speed Association im Saisonfinale in Spa-Francorchamps mit der Top Race V6-Serie hier in Spa. Ich glaube, das ist Premiere. Das hat diese Serie noch nie gehabt bisher. Und wir haben eben im Interview mit den Spitzenreitern, mit den ersten vier Platzierten in der Meisterschaft unsere gehört, was die Herrschaften sich vorgenommen haben. Natürlich, Robin Frischkopf möchte seine momentan erste Position verteidigen. Auf Platz 2 der Edgar Ostermann möchte natürlich nach vorne. Und haben wir natürlich noch die Situation zwischen Danny und Jens, die um den dritten Platz fighten, jeweils nur mit 6 für die zwischen 1 und 2 und 4 Punkten gar nur zwischen Platz 3 und 4. So, und das wird natürlich eine ziemlich heiße Kiste und ich hoffe, dass das alles vernünftig nachher läuft und wir hier keine größeren Schwierigkeiten bekommen. Wollen wir hoffen, dass wir hier einigermaßen, also ich finde, dass es hier auch bei mir im Game etwas ruckelt, also wir versuchen das mal hier alles so ein bisschen anders darzustellen. Ich weiß, wir haben hier gute Kameras damals bekommen. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle hier für an den René Lenz. Der wird heute sicher nicht zugucken, aber eventuell dann doch das mal irgendwann hören. Der hat nämlich hier die Trackcams gemacht. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer hier als erster seine Zeit einfährt. Wir gehen mal auf den Erstplatzierten des Trainings. Das ist der Jens Burkhardt. Und wir wollen mal hoffen, dass es jetzt hier vernünftig läuft. Zeiten sind natürlich noch keine, ist klar. Da gab es erstmal nur die Aufwärmrunde. Das Fantastische ist natürlich in dieser Rennserie, die Jungs sind hier wirklich extrem gut drauf. Also wir haben heute, ich glaube, das ist ein kleiner Rekord, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber wir haben hier 17 Fahrzeuge momentan auf der Strecke. Die Serie ist über die Saison wirklich gewachsen. Auch wenn die Autos jetzt nicht unbedingt das attraktivste sind, was es im Simracing gibt, machen sie jeden doch enorm viel Spaß und sie sind nicht überanspruchsvoll, sie sind aber auch nicht völlig ohne Anspruch, also das ist eine ziemlich coole Nummer. Und ja, wie gesagt, und hier auf der Strecke, wir haben es vorhin gesehen, die Eau Rouge geht voll am Dienstag im Gemeinschaftsevent mit der VR, mit dem Porsche, mit dem GT3 Porsche, der so in etwa die Leistung hat, diese Autos hier, ging das nicht. Ja, also das war, da musste man kurz das Gas lupfen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Jungs hier heute ein richtig geiles Rennen haben. Je einfacher die Fahrphysik ist, desto heftiger sind natürlich die Zweikämpfe, weil man sich nicht so sehr drauf konzentrieren muss, dass jetzt das Auto gleich weggeht oder sonst dergleichen Dinge. Der reine Fun-Faktor ist natürlich höher. Was das reine Racing betrifft, ist das eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, da gibt es ein Für und ein Wider. Und da sollte man keins von beiden in irgendeiner Form verteufeln. Beides hat seine Berechtigung. Und die Jungs, was die hier machen, ist ziemlich großartig. Wenn man sich mal überlegt, dass das eigentlich so ein paar Kellerkinder sind, die sich so irgendwie, ja, international lokal treffen. Also sprich, da sitzen ein paar Jungs in der Schweiz und da sitzen ein paar irgendwo und treffen sich da und dann fahren die dann trotzdem noch gemeinsam in diesen Grüppchen. Also immer 4-5 Leute irgendwie im Laden und keine Ahnung, also ziemlich coole Nummer. So, Jens Burkhardt 2:18, 2:15. Das klingt schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal. Und sein direkter Widersacher, der Danny hier, geht jetzt auf seine schnelle Runde. Ach Mist, jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er hin? Auf Position 5 jetzt momentan. Den wollen wir eigentlich erstmal haben. Genau, der geht jetzt hier auf seine schnelle Runde.
Robin Frischkopf momentan hinter Jens Purkott und Edgar Ostermann hinter Robin Frischkopf. Weiß ich allerdings nicht, haben die jetzt schon Zeiten gefahren? Gucken wir mal. Ja, da sind schon Zeiten. Genau. Also Jens Purkott momentan fast eine halbe Sekunde schneller als Robin Frischkopf. Könnte natürlich so ein bisschen an den Gewichten liegen, wenn denn der Jens nicht auch 30 Kilo hätte. Also alle drei Fahrer haben 30 Kilo Zusatzgewicht und das ist natürlich ziemlich spannend. Wir gucken mal, der Danny hat 25. Also Danny hat 5 Kilo weniger als Jens, fightet halt mit Jens um die dritte Position in der Meisterschaft. Wir gucken mal, was er hier so treibt. Das sieht bisher relativ gut aus. Entschuldigung. Ich sehe, wir haben auch ein einigermaßen flüssiges Bild, also ich bin soweit begeistert. Ich denke mal, dass und es ist auch so, wie es sein soll. Also vielen Dank an die Amis, wo der Server jetzt hier benutzt wird. Also dieses Signal, was ihr jetzt seht, geht einmal über große Teiche und kommt wieder. So hier in Deutschland sitzt. Keine Sache. So, und Bestzeit hier für Danny im zweiten Sektor 0,257 Sekunden. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt kommt's noch an. Was kann er machen? Geht er unter die 2,18? Nach der Zwischenzeit müsste es eine 2,17 werden, so er hier im letzten Sektor keinen Fehler mehr gemacht hat. Und das reicht, aber meine Güte. Und jetzt kommt schon, sehen wir schon, auf Platz 2 hat sich jetzt Dennis Erner nach vorne geschoben. Also der sprengt jetzt so ein bisschen die Jungs, die hier noch um das Podest fahren. So, aber Purkott hier mit Bestzeit im ersten Sektor. Mit absoluter Bestzeit. 0,247 Sekunden. Frage ist natürlich, spielen diese 5 Kilo, die er mehr hat, als Danny eine Rolle? Hier fehlen ihm bereits 0,134 Sekunden. Danny immer noch auf P1. Allerdings nur mit 64.000stel Vorsprung. Warum ist es eigentlich so dunkel hier? Ach, schon so spät und sieht das aus. Ach Gott. Dann machen wir mal das Licht an, ne? So, da ist jetzt nichts mehr passiert, er ist wohl in die Box gekommen, oder mein Bild steht, ich glaube, das ist das Problem, das Bild steht, und mal hoffen, dass das keine größeren Probleme macht. Nein, alles ist gut, aber er konnte sich nicht, na doch, er kommt jetzt, ist tatsächlich in die Box gefahren, er fährt jetzt wieder raus, versucht nochmal sein Glück. Wir schauen mal, was Edgar Ostermann macht. Auf Position 4. Weil der fährt nun direkt um die Meisterschaft gegen Robin Frischkopf. Also er steht zumindest jetzt hier im Quali zum ersten Sprintrennen vor Robin Frischkopf. Und das Fatale ist,
Er muss beide Rennen gewinnen. Also wenn er diese 6 Punkte aufholen will, die er Rückstand hat, muss er mit mindestens 6 Punkten insgesamt vor Robin Frischkopf ins Ziel kommen. Und das sind jetzt diverse Rechenbeispiele, die da zum Tragen kommen würden. Deswegen spare ich mir das. Aber um sicher zu gehen, ein Rennsieg alleine mit einem Robin Frischkopf, Frischkopf auf der Position dahinter, wird ihm nichts nützen. Das Quali scheint er nicht einzufahren, davon sind die beiden zu weit weg, aber das gilt auch für den Robin. Und der Danny, wenn der hier mit, der mittlerweile jetzt auch die 218 geknackt hat, nämlich mit einer 217, 977, wenn der hier das Qualifying gewinnt, hat er schon einen Punkt. Und so, dann gibt es nochmal einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Wenn ihm das auch noch gelingt, dann wäre es natürlich, das war jetzt nicht so toll, was, da war jetzt ein leichter Querstehen hier bei Ostermann. Ach, das war die Warm-Up-Lap. Ich bin ja dusselig. Ich mache das ja auch zum ersten Mal. Das war definitiv eine schlechte Anfahrt hier durch die Lasors. Da ist er viel zu weit rausgekommen. So, jetzt Orange, wie sieht das aus? Nicht schlecht, aber gecuttet. Also ich weiß nicht, wie das jetzt hier gehandhabt wird. Also das war der suboptimale Weg durch Ausgang Orange. So, jetzt die Zufahrt hier auf die Lecombe und er hat tatsächlich 0,151 Sekunden Vorsprung. Also wenn er jetzt die Lasors noch richtig gut erwischt hätte, dann hätte das hier eine richtige Hammer-Sektorzeit geben können. Lieber Edgar, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Keine Schlangenlinie. Gut, bei den Geschwindigkeiten spielt das wirklich keine Rolle mehr, wenn das vielleicht eine Tausendstel war, keine Ahnung. So, er fährt hier auch sehr, sehr weit außen an, um hier einen optimalen Winkel in die Kurve, in den Scheitelpunkt zu finden. Geht hier brachial über die Curbs. Diese Curbs sind nicht ohne. Er wäre nicht der Erste, der hier stiften geht. So, jetzt geht's raus zum Blanchiment. Und hier fehlt ihm schon eine halbe Sekunde. Also, vergesst das. Das ist natürlich, also, das möchte ich nicht glauben, dass die 5 Kilo, die er mehr hat als der Danny Volker, dass er da eine halbe Sekunde mit dem Sektor verliert. Also, da hätte ich gesagt, 10, 15 Kilo sind da mindestens nötig bei diesen Autos. Und er lässt hier wirklich die Räder stehen, bremst auf der letzten Rille. So, und das war's. Es bleibt bei Platz 4. Und wir gucken nochmal zu Dennis Erner, ob der hier eventuell nochmal eine kleine Überraschung setzt, weil wenn der sich hier den Punkt für die Pole holt, gucken die 4 Meisterschaftskandidaten oder Podestkandidaten natürlich in die Röhre. Also das ist ganz klar. Tausendstel Rückstand im ersten Sektor. Komp hier sehr gut gemacht, aber das war jetzt ein leichter Quersteher, würde ich sagen. Da kam das Heck ein bisschen früh.
Fokus aus der Stavelo jetzt hin zur Blanchiment, aber das sind 0,7 Zehntel Rückstand. Ich habe jetzt nicht hier hingeguckt, ich weiß jetzt nicht, ob er hier einen Quersteher gehabt hat, würde ich meinen. Und die Zeit ist auch abgelaufen, das heißt, er wird hier nichts mehr reisen können. Wir gucken mal, ob der Danny Volkert jetzt noch auf der... Ja, der ist noch unterwegs und er ist noch mal hier auf einer Bestzeit. Er hat hier noch mal richtig, legt hier noch mal richtig was drauf. Hier und immer noch Bestzeit, auch Bestzeit hier im zweiten Sektor. Er will es noch mal ganz, ganz sicher machen. Und hier kann man sich einfach nur noch beim Anfahren auf die Busstop hier raus aus der Blanchiment, den Bremspunkt vor der Busstop verpassen, um hier noch was falsch zu machen. Und das sieht aber perfekt aus für ihn. Das sieht ganz perfekt aus. So, jetzt hier der Anbremsen. Auch das sieht super gut aus. Ganz eng genommen die Kurve. Hier jetzt schön raustragen lassen. Ah, das war schon, hat er schon Platz verschenkt. Und nochmal 20.000stel. Eine glatte 2.17.9. Eine glatte 2.17.9. Also hat er nochmal Platz verschenkt. Gut. Soll passieren. So, die Herrschaften kommen jetzt hier in die Box. Mal hier, könnt ihr euch noch entsinnen, 24 Stunden Spa-Francorchamps auf simracing.de im Februar 2009 mit GT3 Autos, sensationelles, eins der besten 24 Stunden Rennen, was wir auf simracing.de erlebt haben, von den vielen, die wir dort gefahren sind. Mensch, da kommen wir wieder richtig, ach ja, Mann. So, wir sind im Warm-up. Gut, zu den Meisterschaftsständen kann man nicht allzu viel sagen. Wir haben doch schon so einiges erzählt darüber. Robin Frischkopf, der momentan die Tabelle anführt mit 131 Punkten, wird verfolgt, im wahrsten Sinne des Wortes, von Edgar Ostermann. Die beiden haben ja, selbst wenn sie auf mehrere Positionen getrennt ins Ziel gekommen sind, haben sie ja immer irgendwie ein Fernduell gefahren. Und wichtig war nur, wie viele Punkte habe ich dem Robin jetzt abgenommen, wie viele Punkte habe ich gegenüber dem Edgar gut gemacht. Das waren so die wesentlichen, das wesentliche Denken dieser beiden. Und jetzt sind sie am Saisonende getrennt durch 6 Punkte. Und wir werden schauen, was hier am Ende passiert. Das gleiche Spiel haben wir zwischen Danny Volkert und Jens Purkott. Und mit 110 und 106 Punkten auf Platz 3 und 4. Und auf Platz 5 und 6, da ist es zwar, geht es zwar eigentlich nur noch so ein bisschen um die rosafarbene Taschenlampe, aber der Micha Dröscher mit 86 Punkten fährt hier ganz dicht gefolgt von Micha Gehrig mit 85 Punkten um die 5. Position. Also das wird alles super spannend. Und wie gesagt, ausfallen darf da jetzt auch keiner. Der Jens hat da so ein bisschen was vorhin erzählt. Es gibt noch Streichresultate. Diese Punkte, die ich euch jetzt gesagt habe, sind der momentane Stand, wenn man 3 Resultate streichen würde. Aber diese, die eben genannten, haben erst 2 Resultate gestrichen. Das heißt, selbst wenn die das heute vergurken hier, gibt es immer noch ein Streichresultat. Deswegen vorhin, was er sagte mit den 9 Punkten, macht er auf alle Fälle, weil dann würde irgendein anderes Rennen zum Tragen kommen, wo er die Punkte hat. Also das bisher schlechteste Rennen, da hat er wohl irgendwie 9 Punkte eingefahren. Also die kommen auf alle Fälle dann dazu. Also muss man dann sehen. Muss man dann sehen, was am Ende hier rauskommt. Und das können die Jungs viel, viel besser selbst ausrechnen, als dass ich das hier könnte. Von daher schauen wir mal. So, da machen wir auch gleich noch ein paar Rennstarts da unten. Haben wir denn hier eigentlich auch... Ne, das haben wir nicht belegt. So, gehen wir mal weiter hier. Gucken uns das mal so ein bisschen an. Also das ist ja auch wirklich eine wunderschöne Sicht hier auf die Strecke, auf
die Zufahrt hier zur Hohusch. Wir haben hier unten die Kompression. Der Harald Galinis hat ja letzten Samstag vor 8 Tagen so ein bisschen was über die Strecke erzählt, dass diese Kurve tatsächlich eine bauliche Notwendigkeit war. Kein Mensch, das sei ja noch so verrückt, würde sich im Leben eine solche Kurvenkombination einfallen lassen, wie es hier in der Rouge gibt. Das heißt, die alte Strecke, der alte Kurs von Spa-Francorchamps mündete hier unten rechts, man sieht das noch so ein bisschen, ein und es ging dann halt den Berg hoch. Jetzt hatte man aber diese Strecke so geändert, dass man da runterkam und man musste dann irgendwie diesen Bogen machen, dass man hier wieder hochkommt zu der Camel Straight. Und und so entstand die Eau Rouge. Also das hat sich keiner ausgedacht, sondern es war einfach eine Notwendigkeit, sonst hätte man die Strecke so gar nicht umbauen können. Und da die vorher relativ langweilig war, 1921 gebaut, hat man natürlich dann gesagt, also hier muss jetzt mal irgendwas Spannendes her und das hat sich ja auch gelohnt. Also nach der Nürburgring-Nordschleife würde ich schon sagen, eine der besten Rennstrecken der Welt oder die zweitbeste Rennstrecke der Welt, mit Sicherheit aber die bekannteste Kurve der Welt. Also die Eau Rouge kennt wirklich jeder, der auch nur ansatzweise in irgendeiner Form mit Motorsport mal in Berührung kam, ob es nun am Fernseher war oder in real oder halt virtuell. Also von daher tolle Sache. Wir gucken mal, ob wir hier irgendeinen finden, der auch fährt. Sorry für das Geflacker hier, aber wir sind hier am Rande der Leistungsfähigkeit unserer Hardware. Warum auch immer das heute so ist, es gab ein Update von unserem Broadcast-Tool-Hersteller und der hat selber geschrieben, was wäre erhöht CPU-Last und bla bla bla, soll eine ältere Version nehmen. Die ältere Version war aber heute nicht auffindbar in dem Download-Bereich, beziehungsweise nicht erreichbar, weil da wahrscheinlich ein paar tausend Leute da, oder ich weiß nicht wie viel das Ding nutzen, da runtergeladen haben. So. Dennis Erner auf Position 2, das ist natürlich ein Brüller, weil der stört da vorne so ein bisschen die Jungs, die hier noch richtig ums Podest fahren. Robin Fischkopf, Edgar Ostermann, Jens Burkhardt und Danny Folgert, die sind alle richtig, richtig heftig drauf. Das muss man mal sagen. Wir haben vorhin auch so ein bisschen, ich hatte so den Eindruck im Interview, außer Edgar, der ist ja immer extrem ruhig, wie auch der Robin, die ja schon allein aufgrund ihrer Nationalität etwas ruhiger sind. Ne? aber der Jens und auch der Danny waren doch schon, ja, da hat man so ein bisschen Anspannung schon rausgehört. Das möchte ich mal behaupten. Also ganz besonders natürlich bei Jens. Aber Danny hat sich fürchterlich Mühe gegeben, völlig entspannt zu klingen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Hat nicht so ganz geklappt. Also schauen wir mal. So. Nun dürft ihr natürlich nicht denken, dass hier ganze 5 Leute rumfahren. Hier sind wir noch schon ein paar mehr und wir gucken mal einfach, wer da noch so ist. Da fährt jetzt hier momentan keiner. Es sind auch nur noch 20 Sekunden, deswegen gucken wir uns das am Start an, wer da ist. So, wir sind schon am Start. Ach, das war jetzt auch das Problem. So, jetzt haben wir hier wieder diese ungeliebte Kamera. So, alle Autos da. Wir gucken mal hier nach vorne. Ups. So, schönes Bild haben wir. Toll, danke. So, hier die Lazoars Schlüsselstelle. Definitiv am Start. Also wir wollen mal hoffen, dass da ordentlich gebrieft wurde und vielleicht auch mal das ein oder andere Mal geübt wurde. Weil wir haben es gesehen am Dienstag im Porsche World Cup zusammen mit der VR und dem GT3 Cup, dieses Special Event. Wir einen Restart machen, lag zwar nicht an der Lazoars, da lag es dann am Ausgang der Rouge, also das ist die Radillon, also man darf das verwechseln, also oben der, wenn man oben auf der Spitze ist, das ist nicht mehr Rouge, da hat sich dann ein Fahrer verlegt und hat dann etliche mitgerissen, sodass wir da restarten mussten. Allerdings muss ich auch sagen, dass gerade solche Kurven wie die Lazoars doch auch für fast alle Fahrer
so einen gewissen Respekt abverlangen. Also die sind da schon einigermaßen vorsichtig. Wo man dann weniger vorsichtig ist, wie zum Beispiel in der Radeillon, da passieren dann halt solche Unkonzentriertheiten, wie es dem Alex Hamburger passiert ist. Ja, sind wir mal gespannt. Leute, 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 was ist denn das hier? Ich habe hier ein Bild, das glaubt kein Mensch. 7 FPS. Da kann ich auch mit TeamViewer streamen. Habe ich überhaupt schon erwähnt, dass ich Strohwitwer bin? Wieder mal. Die Woche und nächste Woche nochmal. Also wenn hier noch so ein paar Frauen sind, die kochen können. No, nichts ändern. Ich brauche die nur zum Kochen. Dann mögen sie sich doch mal melden. Kann auch. Also ein Mann, der da kocht, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ach, da bin ich glaube zu konservativ oder zu reaktionär oder keine Ahnung, wie man das nennen will. Also da habe ich so meine Probleme, aber eine nette Frau, die da so ein bisschen kocht, die muss wirklich nichts anderes tun. Überhaupt nicht, gar nicht, nein, nein, nein. Nur kochen, bisschen lecker, Schnittchen machen, dann gibt es hier einen zufriedenen Nutz und tolle Live-Übertragung. Also wer noch eine Frau über hat zu Hause für die nächste Woche, wäre sie dann engagiert. Die Gegenleistung muss ich dann mal gucken, was man da machen kann. Special Stream mit besonders hohem Betrag oder so, keine Ahnung. Okay. Ach herrje, Mensch, das gibt ja daher auch noch ins Internet, das kann ja meine Frau nicht machen. Ach, 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 das war jetzt vielleicht gar nicht so glücklich. Ich breche das hier nochmal ab, ne? So. Ja, ja, nein, wir brechen nichts ab. So, wir sind jetzt hier rundum um den Kurs. Ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Es wäre super schön, wenn wir jetzt hier mal ein Bild bekämen. Aber gut, das soll nicht sein. Deswegen machen wir das jetzt so. Kaffee ist gefüllt, Zigaretten sind auch da. So, und in jedem Moment, jetzt geht's los. Und jetzt sollte sich Pulis keiner mehr bewegen. Und ab geht's. Und das sieht schon mal ziemlich cool aus. Jetzt müssen wir mal schauen hier, ob es hier irgendwelche Konfusionen gibt. Aber das sieht ziemlich geil aus. Keine Probleme. Hier in der La Source. Super, keine Probleme. Wunderbar. So, wen haben wir jetzt auf der 1? Gib mir die 1. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt Purkott hat hier einen Sensationsstart hingelegt und faltet hier augenblicklich. Oh Mann, wie heftig. Das ist ja unglaublich, was hier abgeht. Sorry, ich habe hier momentan nur 2 FPS. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann hier nichts machen im Moment. Edgar Ostermann auf der 3. Das erkenne ich am gelben Auto. Erzählt hier ziemlich einen Blödsinn. So, jetzt haben wir's. Also, das ist Danny Folgert auf Platz 2. Robin Frischkopf zurückfallen bis auf die Position 6. So, und Edgar Ostermann drängt hier natürlich an den in Richtung Danny Folgert. Der will da durch. Dennis Erler auf Platz 4, auf der 5, Robin Frischkopf jetzt auf der 6, Rusty. Und da gab es einen Stupser. Oder habe ich das falsch gesehen? Ich kann hier leider kein Replay machen. Ich habe ein grottenschlechtes Bild, Jungs. Also ich kann es euch
leider nicht anders sagen. So, und Jens Pupert verliert sogar noch einen Platz gegen Edgar Ostermann. Und da oben staubt's. Da oben staubt's. Wir versuchen hier irgendwie dahin zu kommen. Ich kann es leider nicht. Es tut mir leid. Meine Tastatur, nichts reagiert hier. Doch, jetzt reagiert's. Sorry. So, dann gehen wir mal ganz schnell wieder vor an die Spitze. Da vorne fährt Danny Volkert in Richtung Podest und Edgar Ostermann hier mit dem Fehler. Jens Burkott auf. Menschenskinder, jetzt gib mir doch mal den Jens Burkott hier. Ich brech um. Jens Burkott vorbei an Edgar Ostermann. Wir sind bei Edgar Ostermann im Cockpit, so man uns jetzt auch noch das Cockpit gibt. Und wir schauen mal zurück. A, sind die Verfolger. Tolle Bilder, gewohnt Action. Das ganze Feld innerhalb von bis Platz 13 innerhalb von 11 Sekunden. Das möge man sich mal überlegen. Oh, da kommt der ganz dicht dran, Jan Jens Burkott. Der Jens und da vorne der Danny Volker, die fahren um die dritte Gesamtposition, also Position in der Meisterschaft. Wahnsinn! Hier, guckt euch das an. Das ist alles irgendwie ein Glück. Und Robin Frischkopf auf 4. Und das wird jetzt richtiger Hammer. Jetzt sind die 4 Leute, die hier ums Podest fahren, auf den ersten 4 Plätzen. Und Frischkopf greift an. Greift Dennis, Danny Volkert an. Das wäre schön, wenn wir jetzt hier noch eine Eckkamera kriegten. Wir versuchen es mal. Sorry für das Chaos, was ich hier gerade fabriziere. Ah, da haben wir es. Sehr schön. Was ein Bild. Edgar Ostermann, ja, zwischenzeitlich jetzt vorbeigegangen. Oh, da kommen sie ganz weit raus. Da gibt's Mörderstaubwolken. Und Jens Burkott, ich kann ihn förmlich schnaufen hören. Ihr habt das vorhin mitbekommen in der Vorstellungsrunde, die er da gefahren hat. Ostermann jetzt mit der schnellsten Rennrunde, 2:19, 3:7:5 und greift jetzt hier außen an. Was soll das denn werden? Und auch Robin Frischkopf geht außen vorbei. Und Ostermann dreht sich. Eieieiei. Da war er wohl etwas optimistisch, befürchte ich.
Wir gucken mal, ob wir ihn finden. Sorry für das etwas hektische Hin- und Hergeschalte. Ich will mal versuchen, ob ich hier einen Replay hinkriege. Mustermann auf 11 zurückgefallen. Auf 11. So, hier haben wir die Sitte. Er versucht es hier außen und kommt hier an die... Ja, das ist schwer zu sagen. Touchiert Jens Purkott an der hinteren rechten Ecke und dreht sich hier raus und steht hier extrem ungünstig. Wildes Manöver und verliert 9 Plätze. So, wir gehen wieder live. Das könnte die Vorentscheidung gewesen sein für die Meisterschaft. Oder auch ein Streichergebnis. Oh, ja, wer sagt's? Also, wie gesagt, da ist noch gar nichts entschieden, so wirklich. So, auf 1. Jetzt Jens Purkott relativ unbekränkt mit einem Sensationsmanöver. Also, das muss man sagen. Hat er sich da... Er war definitiv nicht schuld an dem Dreher von Ostermann. Das war einfach ein blöder Unfall. Platz 2 momentan für Robin Frischkopf auf der 3. Dann Danny Volkert, der eigentlich vor, naja, sagen wir mal, vor muss er nicht, aber einen Platz nach vorne müsste er noch, um jetzt nicht zu viele Punkte auf Purkott zu verlieren, weil wir haben ja auch noch ein 40-Minuten-Rennen hier im Anschluss. So, auf der 5 Dennis Erner, auf der 6 fährt dann Arne bereits, 7 Rösti, auf der 8 der Micha Dröscher, der hier deutlich vor Micha Gehrig ist, der momentan auf der 11 fährt. Ostermann ist dann schon wieder bis auf die 9 hier, auf der 8 fährt momentan der Jan, auf der 9 jetzt der Edgar Ostermann, der fährt natürlich jetzt hier mit dem Messer zwischen 10. Auf der 10 haben wir den Micha Gehrig. Nee, das müsste eigentlich der Ralf sein. Nee, wo ist denn der Ralf? Der wird mir hier noch angezeigt. Hier haben wir Force auf der 11. Ah, jetzt zurück. Also der Ralf hier zurückgefallen. Ist hier in einem wilden Fight. Mit Dominik Smol. Und der geht hier auch vorbei. Oder geht er nicht vorbei? Nee, Force ist vorne. Force ist vorne. Nee, wer ist denn das hier? Das stimmt doch gar nicht. Der Ralf, genau. Ralf ist jetzt zurück. Der Dominik ist hier an... Forst ist an Ralf vorbei. Das war die falsche Richtung. So, dann haben wir den Jens Erne. Dann haben wir Jim Clark. Also da haben wir ein bisschen üben hier, um seinem Namen alle Ehre zu machen. Und Patrick Gaber auf der 16. Und wir gehen mal wieder vorne an die Spitze, da hat sich momentan noch nichts geändert, außer dass der Abstand von Robin Frischkopf zu Jens Purkott auf ein Minimum geschrumpft ist. 2 Zehntel. Frischkopf musste hier kurz um Gas gehen, weil er nicht einschätzen konnte, was das jetzt ist mit Purkott, wenn der so weit rauskommt. Aber er muss jetzt hier zum Beispiel versuchen, keine überhasteten Manöver zu setzen. Die Lasors ist aufgrund ihrer Enge nicht unbedingt zum Überholen geeignet. Wir haben es vorhin gesehen, einmal hat es geklappt, einmal ging es in die Hose. Hier muss er einen vernünftigen Abstand haben. Und das gucken wir uns jetzt mal aus dem Cockpit raus an. Oder wir gehen mal direkt auf die 1 und schauen uns das aus der Heckkamera an. Jetzt die Frage, kriegt er jetzt Windschatten? Dann kann er sich jetzt hier ransaugen. Purkott geht nach innen. Er muss außen rum und das ist meistens hier Nelle Korb
nicht zu machen, weil die nächste Kurve dann eine Linkskurve ist. So, jetzt fahr... Oh! Das hätte was werden können. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ja, so. Also Frischkopf muss ich da noch ein bisschen gedulden. Aber je länger er hier Druck auf Purkott macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Purkott irgendwann einen Fehler macht. Hier kommt er wieder besser durch die Blanchiment. Fahrt auf die Bassstopp. Auch hier macht es Sinn, es außen zu versuchen, weil die nächste links ist. Aber das passt nicht. Aber jetzt könnte es gehen. Jetzt könnte es gehen. Wenn er hat weit genug nach Hause kommt. Das sieht gut aus. Jetzt nur nicht zu spät bremsen. Und jetzt innen durch. Das wäre jetzt der Brüller. Aber auch... Ja, das war jetzt ziemlich unsinnig. Das müssen wir dann nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rausrutscher war von Jens Purkott oder ob er die Tür zumachen wollte. Wenn das ein letzteres der Fall war, war es wirklich unsinnig. Weil der Einzige, der davon profitiert hat, ist Jens, ist Danny Volkert. Edgar Ostermann fährt nach wie vor auf der 9. Dennis Erner ist auch wieder, Rösti ist jetzt vorbei an Arne. Also auch die fighten richtig gut. Die sind auch nicht so weit zurück. Gerade mal 6 Sekunden hinter dem Führenden. So, aber dieses Viererpack hier, das ist schon mal sensationell. Sensationelle Rennaction, so wie wir das uns erwartet haben, wie wir das kennen hier von dieser Rennserie. Spannend, spannend, ohne Ende und vor allem jetzt mit der Meisterschaft im Hintergrund. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderer Schnack. Und es scheint so, als ob Robin Frischkopf deutlich schneller gehen könnte. Aber er muss hier vorbeikommen. Und das ist halt wirklich die Kunst hier auf dieser Strecke. Wir wollen mal hoffen, dass er nicht wieder so Unsinn macht. So, aber jetzt... Frischkopf richtig dran. Genau die richtige Position. Für einen Angriff hier, aber ich glaube Purkott hier ein bisschen besser rausgekommen. Aber das könnte passen, dass das hier die richtige. Purkott geht schon auf Ampflinie. Nee, es reicht nicht. Es reicht nicht. Purkott hat scheinbar etwas weniger Abtrieb. Den Flügel etwas flacher. Und während die beiden sich hier behaken hat, hat
Danny Volker davon, alle Zeit der Welt seinen Vorsprung sukzessive auszubauen. Knapp 2 Sekunden. Sind's bereits. So, gehen wir nochmal nach hinten. Ausgefallen ist bis jetzt noch niemand. Ganz hinten haben wir momentan den Jens Erler. Der ist meines Wissens auch neu. Oh, Patrick Gabe hier. Ach Quatsch, das ist der Ralf. Der Ralf, den hat sie ja erledigt. Den hat sie erwischt. Der hat jetzt hier die rote Laterne. Dann haben wir den Patrick Gabe, den Dominik Smol. Auf der 13, da sind wir schon auf der 12, der Forst, das war Jim Clark eben, genau. Auf der 11 haben wir den, nee, da haben wir jetzt den Jim Clark auf der 11. Das ist ja hier spannend, was hier alles durcheinander gewürfelt wird. So, und da vorne fährt Danny Volkert schnellste Rennrunde mit 2:18.798. Also der kann jetzt seinen Vorsprung richtig gut ausbauen. So, auf der 10 haben wir den Micha Gehrig. Auf der 9 immer noch Edgar Ostermann. Auf der 8 fährt der Jan. Auf der 7 der Micha Dröscher. Auf der 6. Oh, der ist hier richtig dicht dran. Der Arne an Rösti. Nee, das ist hier Quatsch. Das ist der Micha Dröscher, der ist dran. Nee, oh, was ist denn das jetzt hier? Micha Dröscher ist dran an Arne. Genau so sieht's aus. So, da haben wir den Arne. Dennis Erner, nee, hier haben wir Rösti, genau. Rösti auf der 5, dann haben wir Dennis Erner auf der 4. Auf der 3, nach wie vor im harten Fight hier mit Jens Burkott, Robin Frischkopf. Der hier endlich vorbei will. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er das Ganze hätte gewinnen können. Aber wir gehen jetzt auf Platz 1 zu Danny Volkert, der hier jetzt seinen den Lauf nach Hause fährt. Da 4 Sekunden Vorsprung, da beißt die Maus keinen Faden ab. Was ist jetzt hier? So. Und jetzt hier die letzte Möglichkeit für Robin Frischkopf anzugreifen. Er versucht auch alles hier außen rum, aber es passt nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da stupst er ihn auch nochmal an, aber es nutzt nichts. Herzlichen Glückwunsch an Danny Volkert. Ich werde hier noch wahnsinnig mit dem Mist hier. Ehrlich. Platz 2 für Jens Burkott, Platz 3 für Robin Frischkopf. Jetzt ist es natürlich spannend. Edgar Ostermann wird wohl nur, oh ja, der ist da wohl etwas sauer, kommt da auch auf Platz 9 nur ins Ziel. Ja, wie gesagt, das ist doch mal eine nette Geschichte hier. Da freut sich jemand auch ganz gewaltig. Da freuen sich schon einige hier. Ja, nettes Bild, meine Herren. Echt nett. Ja, das war der erste Lauf hier zum Saisonfinale der Race Day Speed Association. Und
wir haben jetzt eine kleine Pause und warten jetzt auf das Umschalten des Warm-Up zum zweiten Rennen, zum 40-Minuten-Rennen. Dort wird die Startaufstellung der ersten 10 umgestellt. Das heißt, Micha Gehrig steht vor Edgar Ostermann und dem Jan auf der 4A, Micha Droscher auf Platz 5, auf der 6 dann Rösti, Danny Herrer auf der 7, auf der 8 Robin Frischkopf, 9 Jens Burkhardt und von Platz 10 startet dann der Sieger des ersten Laufes, der Danny Volkert. So, meine Damen und Herren, ich habe gehört, dass die Hardware hat nicht so ganz das gemacht, was wir wollten. Also es geht gleich weiter. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen was umgestellt. Ich hoffe, dass der zweite Lauf ein bisschen ordentlicher funktioniert, nicht so wahnsinnig sehr ruckelt. Wir mussten heute ein bisschen improvisieren. Der Jens hat ausgeholfen. Wir haben schon mal mit dieser Hardware gestreamt. Da ging das problemlos. Keine Ahnung, warum das hier heute solche Probleme macht. Liegt vielleicht auch ein bisschen mit an der Strecke. Wir haben jetzt nochmal die Details ein bisschen reduziert. Ich hoffe, es ist nicht... also, es ist besser. Es sieht nicht alles so ganz hundertprozentig aus. Aber dafür läuft es flüssig. So, ich lasse euch noch mal ein bisschen mit diesem wunderschönen Plakat hier sitzen und
sorry. So, das sieht jetzt eigentlich nicht schlecht aus. Also ich hoffe mal, dass das jetzt besser läuft. So, gehen wir wieder live auf die Rennstrecke und hoffen mal, dass das jetzt hier funktioniert. 5 Minütchen haben wir noch. Hier Warm-up, die laufen meines Wissens auch durch, weil das brauchen die Fahrer. Es gibt welche, die müssen sich jetzt erstmal wieder trockenlegen, im wahrsten Sinn des Wortes. Weil, wie gesagt, die... Ich könnte mir vorstellen, dass der Jens dazugehört. Ja. Also, wir sagen nochmal herzlichen Glückwunsch für Danny Volkert. Erster Platz im ersten Lauf. Und erster Grundstein dafür, hier vielleicht dann doch noch seinen dritten Platz, seinen dritten Gesamtplatz in der Meisterschaft einzufahren. Auf Platz 2. Und deswegen wird der zweite Lauf umso spannender, gerade hier um die dritte Position. Jens Burkott, der in einem Herzschlag Showdown, Finale kann man ja nicht sagen, vor Robin Frischkopf ins Ziel kam. Also da sind wir doch ja, mehr als überrascht, dass das so eng war. Bitter natürlich für Edgar Ostermann, der hier seine Chancen, sich hier heute nochmal in richtig gute Position zu bringen, schon fast verspielt hat. Er hat jetzt den großen Vorteil, er startet jetzt von Platz 9, das heißt aus der ersten Startreihe, kann sich dadurch relativ schnell in gute Position bringen, vielleicht sogar auf Platz 1, wir wissen es nicht. Der Micha Gehrig ist nicht zu unterschätzen, der kann ihn schon, wenn er einen guten Start erwischt, doch einige Zeit aufhalten, was dann wieder seinen Kontrahenten, gerade dem Robin Frischkopf, die Möglichkeit gäbe, ziemlich dicht ranzufahren an den Edgar, also auf die folgenden Positionen. Robin selber startet ja von Platz 7, also das wird natürlich eng für ihn. Und nee, von Platz 8 sogar. Und ja, werden wir mal sehen. So, irgendwie klappt das noch nicht so ganz hier mit der Startaufstellung, ich weiß es nicht. Wir schalten hier immer mal ein bisschen zwischen den Sessions hin und her. User joined your channel. Lutz, wir verzögern um 3 Minuten, dann geht's los. Ja, kein Problem. Frames besser nun? Ja, ich hoffe. Also zumindest hier im RRD läuft es jetzt so, dass ich es auch kommentieren kann. Das ging nämlich eben gar nicht. Ich konnte hier Tasten drücken, wie ich wollte, das hat überhaupt nicht reagiert. Ich habe auch gesehen, es war am Limit hier. Ja, ja, genau. Nein, werden wir mal gucken. Wir werden mal gucken, was jetzt passiert. Und wenn nicht, fahren wir das Ganze nochmal an, ne? Okay. So. Okay, so sieht das aus hier. Also doch einiges, was hier ist. Also an der CPU-Last liegt es definitiv nicht. Hier ist in Ordnung. Sehe ich hier. Ich habe das gerade so ein bisschen mal mir eingeblendet. So, gucken wir mal, ob da irgendjemand auf der Strecke ist. Der Micha Gehrig, der muss nämlich jetzt tatsächlich ein bisschen üben, dass ihm hier keine Fehler unterlaufen.